zurück hier bei NBA 2K13 und ja, die letzten beiden Spiele in den Playoffs gingen verloren gegen die Lakers und man muss sagen, zu Recht, und wir waren auch relativ chancenlos, auch das bleibt festzuhalten. Sehr, sehr schwierig hier gegen die Lakers. Wir haben ja versucht, ich habe versucht, das auch so ein bisschen darzustellen. Ich denke, ihr könnt es euch auch vorstellen und ihr seht es ja auch, wir machen ja keine schlechten Spiele, auch im letzten Spiel wieder. Ich glaube, irgendwas mit 20 Punkten. Genau, 20 Punkte. 9 von 12 Körben, also 2 von 2 Freiwürfe, Note sogar A. 6 Assists, 1 Steal dabei gewesen, 2 Rebounds. Und auch das Team war nicht schlecht, aber irgendwann hat die Black Mamba einfach entschieden, sie gewinnt das Spiel. Und da waren wir dann wirklich auf verlorenem Posten. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt hier wieder die Serie irgendwo anschließen können. Wir spielen jetzt das erste Mal zu Hause in der Serie. Also für uns die Chance, jetzt hier dran zu bleiben und ja, die Serie wieder ein bisschen offener zu gestalten, im Gegensatz zu dem 0-2, das wir momentan ja mit uns rumschleppen. Und noch eine Niederlage, gerade jetzt zu Hause, wäre natürlich ein Genickbruch. Deswegen ein ganz, ganz wichtiges Spiel in der Serie. Räumen wir uns nochmal auf oder geben wir die Serie schon verloren? Oder kommen wir nach 3-0 nochmal zurück? Aber das glaube ich eher weniger, deswegen wäre das Spiel jetzt hier ganz wichtig. Okay, Moment mal, da ist jetzt irgendwas mit der Kameraperspektive passiert. Das gefällt mir überhaupt nicht. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Parametrisch, was habe ich denn... So, das ist so unsere Kamera, oder? Ah, ich bin da so... Was ist denn jetzt hier... Wieso ist die denn jetzt verstellt? Das nervt mich schon wieder. So, wir machen mal... Turbo. So, ich meine, es war Turbo. So, okay, gehen wir da zurück. Ja, so, wieder zurück. Ja, fortsetzen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Müsste unsere Kamera sein. So, und jetzt können wir uns also wieder konzentrieren, nachdem wir offensiv Rebound gesorgt. Das kann nicht wahr sein, da müssen wir schon wieder dabei sein. Aber ihr habt es ja gesehen, da löst sich, ich glaube Robinson war es, komplett von Gesorgt und... In dem Moment steht er dann ganz allein, um seinen verworfenen Wurf eigentlich aufzunehmen. So, und jetzt, da spielen wir schön in die Zone mit Pick and Roll. Robinson frei für 2 zum Korbleger. Black Mamba. Komm auf uns zu. Na, können wir ihn hier zum Backcourt Violation zwingen? Sieht nicht so aus, aber zumindest halten wir ihn hier eng in der Verteidigung. So, jetzt wird es auch gleich mal eng mit der Zeit, aber er spielt auf Nash. Bryant, der nimmt den Wurf nicht gut. Schneller Pass auf uns. Wir drehen uns rum um Kobe Bryant und er ist gut. Für unsere ersten 2 Punkte am Abend. So, wir sind dahinter. Kobe Bryant verteidigen. Schön reflected. Brooks, jetzt gehen wir in die Zone. Lass uns den Alley-Oop geben und nehmen den Alley-Oop auf, um ihn einzumachen. Schöner Alley-Oop-Scorer. Schade, dass es zum Dank irgendwie nicht reicht, aber trotzdem schönes Ding. Oh, Howard, der wird sicherlich den Ball wieder abspielen. Wie gesagt, nicht der große Dribbler, schade. Kobe Bryant, okay, der wirft mal wieder. Nicht gut, wieder auf Kobe, diesmal wieder nicht gut. Wurfquote, unterirdisch bisher. Tyreek! Ja, der läuft zum Korb, mit dem Korbleger, 8-2, schnelle Führung. Aber wir haben im letzten Spiel gesehen, da haben wir Double Digits geführt. Und da werden wir ausgewechselt und plötzlich liegen wir hinten. Also das war auch richtig bitter. Post-Duell gegen Kobe Bryant. Der kommt nicht durch gegen uns. Ja, schade. Jetzt macht er ihn doch. War ganz gut da im Post-Duell unterwegs. Haben ihn nicht unbedingt vorbeikommen lassen. Dann hat er sich aber längst doch irgendwie Platz gemacht. Wieder raus zu Brooks, der natürlich den Dreier nehmen kann, macht er nicht, spielt uns wieder raus. Wie gesagt, ich kann nur sagen, kann nur betonen, wie wichtig dieses Spiel jetzt hier für uns ist. Wenn wir das nicht gewinnen, dann wird es ganz, ganz eng. Brooks für 3, jetzt mach ihn doch mal, ja! Well,
Dwight Howard. Dwight Howard, wir sind dabei. Irritiert Gasol, Offensive Rebound. Kobe Bryant sind auch dabei. Schön contested. Oh, da kriegen wir ihn wieder. Jetzt drehen wir uns mal um. Aber sehen, Tyreek Evans, der ihn aufnimmt, der ihn reinlegt, der den Assist aufnimmt. Zum vierten Assist heute Abend schon. Machen das Team stark. Da sind wir in den letzten Teilen ein bisschen anders vorgegangen. In den letzten beiden, da waren wir mehr auf der Pointing-Seite als auf der Pass-Seite. Vielleicht war das der Fehler. Jetzt probieren wir es mal anders. Und jetzt läuft es eigentlich ganz gut. DeMarcus Cousins nimmt den nächsten Assist auf den fünften schon. Und das im ersten Viertel. Bei 5 Minuten Spielzeit ist das eine Menge. Und bei 1:10 noch zu gehen. Also, da ist noch eine Menge möglich. Jordan Hill jetzt eingewechselt. Dwight Howard raus. Der Backup-Center der Lakers. Aber auch der kann gut Basketball spielen. Das sehen wir hier. Zieht das Foul, and one. Wieder raus zu Joe Johnson. Nee, nicht Joe Johnson, sondern James Johnson. Ich habe die ganze Zeit Joe Johnson gesagt, aber ist eigentlich falsch, denn Joe Johnson spielt, glaube ich, bei den Bucks. Bin mir jetzt auch nicht sicher, aber James Johnson ist das natürlich, nicht Joe Johnson. Also da nochmal Entschuldigung für. Ist aber auch keinem aufgefallen, von daher habe ich es, glaube ich, ganz gut versteckt. Wieder raus zu Thornton. Thornton. Ja, nein. Offensiv Rebound Johnson. Offensiv Rebound Thornton. Salmons für 2 und diesmal ist er gut. Second, third chance und dann ist er drin. There's 25 seconds left here in the opening quarter. 8 Punkte Führung, Kobe Bryant vielleicht mit dem letzten Wurf im ersten Viertel. Turnaround nicht gut. Defensive Rebound, er geht auf Thornton. Thornton bei 10 Sekunden auf der Uhr, läuft zum Korb, legt ihn rein für Double Digits Führung. 5 Sekunden noch, Kobe Bryant legt ihn rein, da haben wir unser Gegenspieler aus den Augen verloren, im Rücken weggelaufen. Oh, aber wäre nicht mehr gut gewesen. Da gehen wir weiter hier. Also bisher sieht ja alles danach aus, als wenn wir hier wirklich mal den Lakers ja so ein bisschen zumindest ein Spiel klauen können. Und das zu Hause. Ja, drehen uns rum. Keine Chance, Kobe Bryant. Punkte 5 und 6 für uns. Wieder Double Digits Führung. Das müssen wir natürlich auch konstant halten, auch wenn wir ausgewechselt werden. Aber da haben wir natürlich keinen Einfluss drauf. Ja, sind dabei, wieder stark contestet, wieder keine Chance für Kobe, der beim letzten Spiel, nochmal zur Erinnerung, auch nur einen Bucket gemacht hat in der Halbzeit, in der ersten, und dann in der zweiten Halbzeit 18 oder so. Das ist dann natürlich auch nicht gut, das waren 3 von Brooks, der 6. Assist. Sind dabei bei Kobe, der natürlich auf der Shooting-Guard-Position spielt. Und wir natürlich auch. Deswegen unser direkter Gegenspieler. Das wäre sonst unser Gegenspieler gewesen. Steve Nash. So, wir werden ausgewechselt. Schauen wir mal aufs Ergebnis. 26, 28, 17. So, ich bin mal gespannt. Ah, wir werden eingewechselt. 11 Punkte. Hey, sieht ja ganz gut aus. Nicht zu lange ausgewechselt worden, das war wichtig. Nicht zu viele Punkte verloren, auch das wichtig. Kobe Bryant, der war gut, muss man sagen. Keine Chance zu verteidigen. Schneller Pass auf Orlo, der da relativ frei stand. Dann allerdings wieder contested. Willst du uns irgendwie Platz machen? Ja, der nächste Assist. 2 waren es, glaube ich. Der 7. schon. Regen, okay. Erstes im Spiel, kein Problem. Oh,
Ja, da schlagen wir, glaube ich, den Ball raus. Aber wieder ausgewechselt. Ich bin ja mal gespannt. 22:30. Da sind schon 3 Punkte wieder aufgeholt. Und jetzt schaut es euch bitte an. Was soll ich da machen? 37:34. Zumindest noch 3 Punkte. Aber trotzdem. Ist natürlich nicht mehr das, was wir davor hatten. Gibst du einfach Double Digits ab? Das kann ich nicht nachvollziehen. Zumindest ist der mal gut. 5 Punkte Abstand wieder. Nash. Halfcourt. Und der geht auf den Ring. Also knappes Ding, aber nicht gut. Wir führen zur Halbzeit mit 5 Punkten. Presented by Sprint. Round 2 of the NBA playoffs is in full swing. This is 2K Sports. Out in Sacramento, the Kings are taking care of business against the Lakers. They need a win or they'll fall into the dreaded 0-3 hole. A solid performance by Aaron Brooks. He's got 9 points and some nice plays offensively, getting the assists going. There's no quitting the Lakers. They came to win. The second chance buckets certainly adding up in this one. They pounded the offensive glass. And that's all there is to it. Thanks so much for spending halftime with me. Now it's time to send you back out for the start of the third quarter. Ja, das sag ich auch nochmal. Also, uns tun natürlich die Second Chance Points weh, die natürlich durch Dwight Howard und Paul Gasol mehr als deutlich momentan an die Lakers gehen. Also, Board Advantage. Ja. Contested, nicht gut. Aber Offensive Rebound, Robinson, Second Chance Points jetzt mal von uns. Schöne Antwort auf mein Gemecker gerade. 7 Punkte. Dwight Howard, wenn er sich da reinpumpt, ist ganz schwer macht, natürlich ihn zu verteidigen. Auch wenn Cousins das hier gut macht, auch wenn er das Foul zieht, aber zumindest aufgehalten. Oh, LA! Was macht bitte Dwight Howard da? Ah, da verteidigt Kobe Bryant echt gut. Kaum Chance hier für uns durchzukommen. Jetzt vielleicht mal mit ein bisschen mehr Tempo, aber sehen da draußen dann Tyreek Evans, der macht den Assist aufnimmt zum 8. Assist am Abend für uns. Oh, wer ist denn dabei, Dwight Howard? Es ist natürlich Highlight, was er da macht, aber da muss auch mal verteidigt werden. Er läuft da einfach durch. Das ist doch keine Verteidigung, das ist eine Krankheit. So, und jetzt kriegt das offensiv vorgepfiffen. Das gibt's doch gar nicht. Selten genug. Aber Kobe Bryant kriegt natürlich das offensiv vorgepfiffen. Ist ja klar. Noch führen wir, es sind immer noch 5 Punkte. Ja, eigentlich contested von DeMarcus Cousins. Trotzdem macht er ihn wieder rein. Jetzt ist wieder Kobe Bryant Zeit. Man merkt es. So, wir dürfen jetzt aber auch nichts erzwingen. Brooks für 3, contested, nicht gut. Offensive Rebound der Marcus Cousins. Raus zu Brooks für 3, ganz alleine. Den muss er machen. Der ist nicht gut, offensiv Ball Howard. Aber Howard, der wirft eigentlich so schlecht Freiwürfe und das sehen wir es auch nochmal. Hat sich zwar ein bisschen stabilisiert. Den schlechtesten Freiwerfer, ich kenne jetzt übrigens Blake Griffin, aber okay. Der macht Shaquille O'Neal echt Konkurrenz. Ja, der ist gut. Nächsten 2 Punkte für uns, 8 jetzt. A little over 2.5 minutes off the clock in this final half of play.
So, wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht 3 Sekunden gepfiffen bekommen. Deswegen müssen wir die ganze Zeit dabei sein, Meeks. Hat also wirklich lange sich Zeit gelassen, gut ausgespielt. Gewartet, bis wir hier den Kontakt verlieren. Ja, das müssen wir ausnutzen, sowas. Wenn da das Mismatch ist in der Zone, in der Powerzone. Da hatte sich Howard woanders hin orientiert und dann nutzen wir das aus, um da reinzugehen. Auch wenn wir hier nur das Foul ziehen, der war nicht gut, schade. Nur das Foul ziehen im Anführungszeichen, aber das ist eigentlich ziemlich wichtig und hochprozentig. Wenn der jetzt mal nicht reinging, waren wir doch sehr konstant bei den Freiwürfen jetzt zuletzt. Drei Punkte Abstand. 3 Sekunden noch, World Peace wirft, nicht gut, defensive Rebound, Evans, wir gehen auf die Gegenseite. Keiner wirklich frei, wir warten, dass wir hier den Roll gestellt bekommen, der jetzt kommt, wir spielen in die Zone, der Marcus kann es ganz alleine, der nächste Assist. 9 und 9, ihr seht's, 9 und 9. Zwar kein Rebound dabei, da sind wir gerade einmal komplett außerhalb des Times gesprungen. Wieder LAU, aber der ist nicht gut diesmal. Weil Jordan Hill nun mal nicht Dwight Howard ist. Thornton, ja, schade, nimmt ihn fast zum 10. Assist, aber macht ihn dann doch nicht. Kein LU-Betempt hier von mir. Sah mir zu risikohaft aus. Komm, der darf nicht drin sein. So, wieder auf die Gegenseite. Warten, dass der Marcus Cousins mitläuft. Der läuft momentan noch ziemlich gemütlich. Jetzt wartet er also, dass er hier den Pass bekommt. Da probieren wir den Alley-Oop und da funktioniert er nicht. Ja, jetzt sind wir stark dabei. Stark contested. World Peace, Jumper, macht sich Platz. Nicht gut, erster Rebound für uns. Warten, spielen Thornton an. Der geht in die Zone, klares Wurffoul. 2 Freiwürfe für ihn. Der erste ist gut. Power Forward Position verschoben. Und der zweite ist auch gut. 7 Punkte Abstand. Sehen wir es auch. Dwight Howard wieder drin für John Hill. Natürlich jetzt eine heiße Phase. Deswegen auch die beste Starting 5 drin. Da kriegen sie wieder den Offensive Rebound. Es ist natürlich unheimlich schwer, gegen Paul Gasol ein Offensivboard zu greifen. Beziehungsweise ein Defensivboard, jetzt für mich. Thornton für 3, zum Buzzer, nein, nicht gut. Aber zumindest gehen wir wieder mit einer Führung hier ins dritte Viertel. 5 Punkte sind's. The newest issue of Dime Magazine just hit the shelf. Aber wenn wir jetzt gleich nochmal ausgewechselt werden, dann wird's nochmal richtig kribbelig. Ihr seht es auch an der Leiste, da werde ich wahrscheinlich nicht 5 Minuten durchspielen können. Außer ich versuche mich zusammenzureißen. Oh, schön geblockt. Schön geblockt. Folgt euch Bucks out bei uns und Lakers Ball. So for the Lakers right now, Gasol at the 4 with Howard in at the 5. And in the backcourt, Nash and Kobe. And it's Jameson. Irgendwo bei Kobe dabei. Sind dabei auch irgendwo, aber es reicht mal wieder nicht. Mal laufen wir jetzt mal langsam, ihr seht schon. Arbeiten wieder mit dem Roll, der jetzt kommt. Oh ja, Howard, der das Foul bekommt. Okay, ich dachte schon, hier wäre ein Illegal Screen, aber alles in Ordnung. Howard, der läuft ihn einfach um, deswegen das Foul. Matchup gezwungen, aber wir sehen ja, Brooks, der ist relativ frei raus zu Robinson. Robinson zum Wurffoul von Paul Gasol. Die Lakers ziehen schon jetzt mal das Team-Foul relativ früh. Nicht mal 40 Sekunden alt hier, das letzte Viertel. Und Robinson macht mal überraschenderweise beide, das ist auch wichtig. Kobe außen wieder, sind dabei. Sehr spannende Partie, wenn ihr mich fragt. Sind dabei, ja, gut verteidigt. Diesmal defensiv Rebound, das war gut von Tyree, glaube ich.
Ja, da ist mir gerade noch vorgenommen, hier meine Leiste anständig zu behandeln und dann in der nächsten Aktion schon wieder schnell gerannt. Ball schön mal rum, Tyreek, du musst jetzt gleich den Wurf nehmen. Rein in die Zone, schön behind the back und dann rein, reingetankt, aber nicht gut und schade, nicht der Offensive Rebound, sondern Defensive Rebound, Nash. Sind zwar dabei, Kobe sind auch jetzt dabei, aber Kobe, der macht ihn einfach in jeder Situation rein. Das ist unglaublich. Die Black Mamba, so kennt man sie. Aber muss doch nicht gegen uns sein. Mismatch, klares Mismatch. Dwight Howard, der uns in der Zone auflauert und er ihn dann ganz klar contestet. Dwight, Kobe, das gibt es nicht. You know what? This is really fun to watch, guys. I mean, as a coach, though, this is when you want to just harness this energy and bottle it up. Tyreek, ich glaube für drei. Nicht gut. Offensive Rebound, Cousins. Und ja, auch noch geblockt von Howard. Jetzt also knapp. Denn jetzt sind es nur noch plötzlich ein Punkt. Jameson, der geht rein. Der spielt ihn zu Kobe Bryant. Und ja, super. Wie soll ich da verteidigen, ganz ehrlich? Was ist das für ein Pass? Yeah, you're not gonna miss many of those. I mean, this is really a poor defensive effort. Here's Easy Breezy. Dishes to Evans. Raus zu Evans. Ja, der geht in die Zone zum Korbleger. Der war gut. Wieder die Führung für uns. Ein Punkt trennt uns. Ein Punkt. Wie gesagt, es ist so wichtig, dieses Spiel. Allein schon für das Momentum. Sind dabei, sind doch dabei. Mein Gott, Kobe Bryant. Oh, der war kompliziert, aber Evans kriegt ihn trotzdem und macht ihn rein. Ja, Kobe Bryant verhindern, das ist echt gut. Gutes dynamisches Ziel, haha. Ja, ganz ehrlich, was soll ich da machen? Der läuft einfach durch und haut rein. Das kannst du vergessen, den verteidigst du nicht. Ja, Kobe, da faulst du schön, ne? Ach, das gibt es doch gar nicht. Oh, der zweite ist zumindest drin. Wieder nur einer von zwei. Ausgeglichen 57, 57. Jameson, ein guter Dreier-Schütze. Das müssen wir natürlich aufhalten. Er spielt ihn da über den ganzen Court. Aber defensive Rebound und Loose Ball Foul. Ich glaube von Howard. Viertes Foul im Spiel. Und viertes Team-Foul der Lakers. Wir können jetzt hier wieder auf 2 Punkte Abstand stellen, wenn wir den Korb machen. Evans, top of the key angespielt. Der versucht es da mit einem sehr komplizierten Pass auf den Marcus Cousins in die Zone. Der macht ihn zum Korbleger. 59 Sekunden noch zu gehen. 2 Punkte Abstand. Kobe Bryant, Kobe Bryant. Den verhinderst du nicht. Doch, diesmal verhindere ich ihn. Das war vielleicht eine ganz wichtige Position, in der ich ihn endlich mal verhindert kriege. Brooks, ja, schade, der Dreier, der wäre jetzt ganz wichtig gewesen. Aber der ist natürlich auch gut hier. Komm, spiel uns an, Tyreek. Ja, ja, den lege ich rein. Wichtige Punkte. Klatsch Buckets jetzt. Eieiei, Kobe Bryant. Da kannst du in keiner Sekunde aufnehmen, den Mann. Das ist unglaublich. Ja, da werden wir gefoult von Kobe. Intentional Fouling schon von den Lakers. Oh, der war gut.
Drei Punkte Abstand, also ein Dreier muss schon her bei den Lakers und der ist auch gut zum Vier-Punkte-Spiel. Zwei Positioner, Two-Position-Game jetzt. Kobe Bryant, der versucht natürlich jetzt mit dem Kopf durch die Wand und er macht ihn wahrscheinlich auch noch. Nein, er macht ihn nicht. Wir kriegen wieder den Ball, werden wieder von Kobe Bryant gefoult. So, und jetzt also dann tatsächlich hier ganz wichtige Freiwürfe, die uns hier noch weiter entfernen können. Der erste ist gut. 64-59. Da müssen die Lakers jetzt schon ein kleines Wunder schaffen. 65-59. Sechs Punkte jetzt. Halten Kobe auch nochmal auf. Keine Chance mehr. Trotzdem machen sie ihn noch irgendwie rein. Nash. Bin mal gespannt, ob sie jetzt noch auf Intentional Fouling gehen. Ich glaube nicht. Die Glück läuft aus. 2-4-1-0-0-0. Und das Spiel ist vorbei. Das Spiel ist vorbei. Und wir gewinnen das Spiel. Das war ganz wichtig. Spiel 3 in der Serie. Und wir verkürzen auf 1-2. Das war ein ganz, ganz, ganz wichtiges, spannendes Spiel. Natürlich ganz wichtig hier, um die Serie wieder spannend zu machen, um uns noch die Tür offen zu halten und nicht hier schon mit 3-0 tatsächlich irgendwo tot dort zu liegen quasi. 193 Fähigkeitspunkte, das war ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Mehr kann man dazu echt nicht sagen. Das nächste dann, mit dem nächsten Spiel die Möglichkeit, die ganze Serie dann auszugleichen. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Meilenstein. Guck nochmal kurz auf die Statistik, da sehen wir, dass wir mit 16 Punkten, also Topscorer zumindest aus unserem Team sind, Kobe Bryant mit 28, Topscorer des Games. Alright, you guys are down 2-1 now with Game 4 coming up. How do you feel about your standing in this series? Is it still yours for the taking? Okay, sie liegen mit 2-10 und jetzt kommt Spiel 4. Wie schätzen Sie Ihre Position in dieser Saison ein? Können Sie es noch schaffen? Und ich sag mal, wir sind das bessere Team. Können wir ja mal sagen. Sie wird zwar nicht, aber immer, wirkt immer motivierend. Und ja, genau, Barnes, der hat uns ja vor dem Spiel noch mit großer Klappe gesagt, oh, ich freue mich schon auf dich und von wegen, wir gewinnen ja sowieso. Aber lese erstmal die anderen. Cool, dass die Kings gewonnen haben. Noch cooler, dass Kentrigo eine wichtige Rolle dabei gespielt hat. Sein Passspiel ist in letzter Zeit wirklich beeindruckend. Gut ab, die Lakers haben nicht aufgegeben, sie haben bis zum bitteren Ende gekämpft. Kentrigo, wie habt ihr es geschafft, sie zu besiegen? Big Dog, 76, schön, dass die Kings gewonnen haben. Aber ist noch jemand aufgefallen, dass Kentrigo kaum zum Juan gegangen ist? Komm schon, das kannst du besser. Zach Harper, wenn Kentrigo für jeden Assist, den er heute gespielt hat, einen Dollar hätte, hätte er jetzt 9 davon. Uiuiui, der kam flach, viel Geld für einen Basketballmillionär. NBA-Kombi und Matt Barnes, Kentrigo, eigentlich hätten wir euch ja schlagen müssen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Also vergiss einfach alles, was ich vor dem Spiel gesagt habe, okay? Nee, das ist nicht vergessen. Und ja, also auch nochmal von mir, ich wollte auch nochmal hier dran erinnern, in der Beschreibung werde ich auf jeden Fall einen Link posten von einem Arbeitskollegen von mir, einem guten Freund, der ein Kampfsportmagazin betreibt mit auch noch anderen Leuten, einem Kampfsporttrainer auch noch, der das Ganze rausbringt, der da auch da Artikel zu schreibt und ja, also wenn ihr da Interesse dran habt, doch einfach mal da drauf zu klicken, mal downzuladen, das Ganze ist kostenlos, da müsst ihr euch nicht anmelden, ihr müsst nichts bezahlen, das ist wirklich kostenlos, schaut mal rein, ist sicherlich ganz interessant und ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal drauf geht und wir sehen uns das nächste Mal beim nächsten Teil und dann hoffentlich gleich wie die Serie wieder aus, ich denke, ihr habt ein sehr, sehr spannendes Spiel gesehen und ja, das nächste wird wahrscheinlich nicht weniger spannend. Also bis dahin, euer Kentrigo.